In schon wieder Folge 20 von Schnacken übers Telefon schnacken wir mit einer jungen Dame, die leider mit Spitzensport gestoppt ist. Sie war 2018 noch deutsche Meisterin im BMX, eine lebendige und attraktive Sportart. Ihr nächster Schritt war ein Gang zum Olympiastützpunkt in Cottbus oder Stuttgart, doch sie entschied sich zu stoppen. Warum? Das wollen wir wissen, aber erstmal herzlich willkommen zum Podcast Maxi Kellhaus. Ja, hallo, freut mich dabei zu sein. Schön. Normalerweise würde ich meine Fragestellung aufbauen und die wichtigsten Fragen am Ende stellen. Doch ich denke, die Frage, warum du gestoppt bist, ist wichtig genug, um das zu ändern. Obwohl du erst am 20. Januar 19 Jahre jung geworden bist, bist du gestoppt. Was war oder ist der Grund? Also das ist ja jetzt, glaube ich, schon fast 4 Jahre her, dass ich aufgehört habe. 2018 war das. Und da bin ich im Sommer noch deutsche Meisterin geworden. Das war mein großes Ziel, was ich erreichen wollte. Und das war ja im Juli 2018. Und dann bin ich auch noch die Europameisterschaft in Sarrion in Südfrankreich mitgefahren. Da bin ich bis ins Halbfinale gekommen, wo ich auch absolut zufrieden mit war. Und dann, als ich wieder zu Hause war, ich sag mal von dieser ganzen Reise, habe ich mir so Gedanken drüber gemacht, wie es weitergehen soll. Und ich habe auch mir so ein bisschen eingestanden, dass mir jetzt die Motivation gefehlt hat. Obwohl ich so viel, ich sag mal, erreicht habe, hat die Motivation dann irgendwie, daran hat es gehapert so ein bisschen. Ich war auch ausgelaugt von dem ganzen Training, weil ich habe super viel trainiert. Also im Endeffekt hat es ja auch dann was gebracht, aber da hat die Motivation dann gefehlt und auch mit den Gedanken über die Zukunft, wie du eben schon erwähnt hast, mit dem Olympiastützpunkt in Cottbus oder Stuttgart. Ja, das wäre kein Muss gewesen, aber wenn ich sozusagen mein Niveau hätte weiter halten wollen, dann wäre das auf jeden Fall die bessere Option gewesen. Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, habe mich dann aber jetzt ja im Endeffekt dagegen entschieden und bin hier geblieben und habe dann im Herbst 2018 erstmal eine Pause gemacht. Ich habe im Sommer erstmal noch weiter trainiert, aber dann ja eine Pause gemacht und die Pause hat sich dann irgendwie immer weiter hingezogen und dann wurde Schule auch immer ein bisschen wichtiger. Dann habe ich mit einem Nebenjob angefangen zu arbeiten und so war das dann so ein bisschen ein schleichender Prozess, dass ich dann aufgehört habe und den Fokus auf andere Dinge gelegt habe. Und jetzt sind wir hier 4 Jahre später und ich fahre nicht mehr. Ist deine Entscheidung definitiv? Also zurzeit ist sie schon definitiv. Ich würde niemals nie sagen, wer weiß, was in ein paar Jahren ist, aber so gerade mit den ganzen Umständen, mit der Schule und so weiter, würde ich schon sagen, für den Moment ist sie auf jeden Fall definitiv. Aber wie gesagt, vielleicht passiert da die nächsten Jahre nochmal was und das ändert sich nochmal, aber zurzeit schon. Du bist in 2018 in Weiterstadt deutsche Meisterin geworden. Doch das war nicht dein einziger Erfolg. Du bist in Berlin deutsche Meisterin im Time-Trial geworden. Kannst du uns erklären, was das ist und wann war das? Ja, also das war 2016, da waren die deutschen Meisterschaften in Berlin im Mellow Park. Und Time-Trial, das ist eine Disziplin, die gibt es jetzt so in Deutschland nicht mehr. Ich meine, die wird in anderen europäischen Ländern, kann sein, dass die da noch gemacht wird, aber in Deutschland nicht mehr. Und da fährt man die Runde alleine. Und da geht es einfach um die Zeit. Das heißt, jeder fährt seine Runde einmal alleine und dann sozusagen die schnellste Zeit gewinnt. Normalerweise fährt man ja im besten Fall zu 8 die Runde. Und dann kommt es auch drauf an, wer gewinnt. Aber beim Time-Trial fährt man eben alleine. Und wer die beste Zeit hat, der hat dann gewonnen. Also so etwas wie Zeitfahren beim Radrennen. Ja, so kann man es auch nennen einfach. Auch bist du viel rumgekommen. Unter anderem Birmingham, Orléans, Zolder in Belgien und Rotterdam. Vermisst du das alles nicht? Ja, also es war schon eine sehr schöne Zeit und es war echt sehr cool, damals auch jedes Wochenende woanders hinzufahren. Und ich vermisse das schon ab und zu mal, da kann man auch ganz ehrlich sein, weil häufig war ich dann schon freitags nicht mehr in der Schule und war dann von Donnerstagabends meistens bis Sonntagabend weg und das war dann schon cool, wenn die anderen gefragt haben, wo fährst du hin? Und ich so, ja, ich fahre nach Frankreich, ich fahre nach Belgien
und die anderen gesagt haben, wir bleiben zu Hause. Das war auf jeden Fall echt toll und das ist auch eine Zeit, wo ich sehr dankbar für bin. Aber jetzt ist natürlich, ich bin älter geworden, der Fokus, wie gesagt, liegt auf anderen Sachen. Ich gehe zur Schule, bin ich zwar vorher auch, aber jetzt in der Oberstufe ist das doch nochmal was anderes. Ich habe auch parallel mit dem ich halt, mit dem Zeitpunkt, wo ich dann aufgehört habe, einen Nebenjob angefangen, so dass ich mir meine Wochenenden anders gestalten kann. Aber es war doch eine sehr schöne Zeit und manchmal vermisse ich das doch einfach mal am Wochenende oder unter der Woche irgendwo hinzufahren, was nicht hier in der Umgebung ist. Dann bist du Sportlerin des Jahres des Radverband Niedersachsen gewesen. Wann war das? Ja, ich meine, das war 2012, da war ich noch relativ jung. Das war für meine Leistung in dem Jahr, oder ich glaube, die Ehrung war dann 2013. 2012 bin ich Vize-Europameisterin in Orléans und Sechste bei der Weltmeisterschaft in Birmingham geworden. Und dafür war dann die Ehrung. Da war ich auch, ja, da war ich 9, da war ich noch relativ klein. Ich glaube, damals habe ich das noch gar nicht so richtig verstanden. Dass ich da wirklich Radsport vom Radsportverband Niedersachsen die Sportlerin des Jahres bin. Aber wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, war das echt eine große Ehre. Und in 2018 wurdest du in Vechta geehrt als Sportlerin des Jahres und bekamst du aus den Händen vom Bürgermeister Gels den Pokal überreicht. Wie wichtig war diese Anerkennung für dich und wie wichtig für den BMX-Sport in dieser Region? Ja, also zu dem Zeitpunkt bin ich ja auch nicht mehr gefahren und ich meine, die Ehrung war im Februar oder März 2019 und das kam super überraschend, dass ich da gewonnen habe. Ich habe da gar nicht mit gerechnet, weil das einfach dann auch schon so ein bisschen weiter in der Vergangenheit lag, aber deswegen habe ich mich eigentlich umso mehr darüber gefreut, dass ich gewonnen habe. Und ich habe das mir dann sozusagen als so einen schönen Abschluss für meine Karriere war das dann. Und also ich denke mir, was gibt's, welcher Abschluss ist schöner, als dann nochmal vom Bürgermeister geehrt zu werden. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Und für den BMX-Sport würde ich sagen, dass es einfach mal toll war, dass ein Mädchen, was eine eigentlich jungstypische Sportart macht, und darin dann auch gut ist und dafür auch Anerkennung bekommt, das finde ich, denke ich, ist für den BMX-Sport oder für Mädchen auch allgemein ganz wichtig, dass die auch was anderes können, was vielleicht eher oder was man eher vielleicht mit Jungs-Sportarten verbindet. Mhm. Du machst in Kürze auf der Liebfrauenschule dein Abitur. Hast du auch da schon eine Entscheidung getroffen, was du machen willst, studieren und wofür? Ja, also ich schreibe jetzt nächsten Monat im April meine Abiturklausuren und danach würde ich gerne dann zum Wintersemester Jura studieren, also mit dem Jurastudium anfangen. Wo genau, weiß ich noch nicht. Es wird auf jeden Fall im Norden von Deutschland bleiben, aber wo genau es mich dann hinzieht, das weiß ich noch nicht. Also, du willst zusammen mit deinem Vater in einer Kanzlei arbeiten? Das weiß ich noch nicht, wie das danach im Studium aussieht, aber auf jeden Fall erstmal das Studium. Dein Vater ist Anwalt, also studierst du auch Jura? Ja, obwohl das kommt gar nicht von meinem Papa. Also der war, glaube ich, relativ überrascht, dass ich das gemacht habe oder dass ich gesagt habe, dass ich das studieren möchte. Er hat, glaube ich, immer gedacht, dass ich was anderes machen möchte irgendwie. Aber ja, die Entscheidung habe ich dann auch wirklich für mich selbst getroffen und es war nicht von meinem Papa abhängig, sagen wir das mal so. Ja, okay. Du sagst, du möchtest zum Studieren im Norden bleiben. Wo kann man dann hier Rechten studieren? In Vechta jedenfalls nicht, denke ich. Nee, in Vechta nicht, aber in Osnabrück und in Hamburg und in Kiel kann man auch noch studieren. Also das sind so die Unis. Münster, das wäre dann wieder ein bisschen südlich, aber... Oldenburg vielleicht? Nee, Oldenburg, das kann man leider nicht. Ich glaube, das wäre, wenn man da hätte Jura studieren können, meine erste Wahl gewesen, aber da kann man leider nur Medizin studieren und kein Jura. Also Spitzensport betreiben wäre sowieso schwierig geworden beim Studium, wenn du zum Beispiel aufs Zimmer leben musst. Ja, das stimmt. Also es gibt auch viele, die
den Spitzensport betreiben und gleichzeitig studieren, aber die studieren dann meistens auch irgendwie in die Richtung Sport und nicht in die Richtung Jura. Und Jura ist ja doch schon ein sehr anspruchsvolles Studium und ich denke, das mit einem Leistungssport zu kombinieren, ist schon sehr tough. Mit dem BMX-Sport muss man früh anfangen. Es gibt auch viele junge Fahrer. Möchtest du nicht deine Erfahrungen auf die Jugend übertragen? Kannst du dir vorstellen, die Jugend zu trainieren oder machst du das schon? Bis jetzt habe ich das noch nie so richtig gemacht. Also klar, früher beim Vereinstraining war ich auch immer dabei. Da habe ich dann aber auch eben selber trainiert. Und wenn da dann Jüngere waren und die gefragt haben, habe ich denen auch immer geholfen. Aber so richtig, dass ich das Training geleitet habe, dazu kam es noch nie. Ich würde sagen, 2008 oder 2019 war es dann mehr so, dass ich erstmal mich auf andere Sachen konzentriert habe. Dann kam auch die Pandemie, wo das ja eh alles sehr eingeschränkt war. Deswegen kam das irgendwie noch nie so zum Thema, dass ich da die Jugend trainiere. Aber an sich hätte ich da wohl Interesse dran, meine Erfahrungen, auch wenn die jetzt schon ein bisschen zurückliegen, zu teilen. Der BMX-Sport ist nicht ohne Risiko. Hast du mal eine größere Verletzung gehabt? Zum Glück nicht. Also bis auf Schürfwunden und blaue Flecke und einen angebrochenen Arm, sagen wir es so, bin ich da sehr glimpflich davon gekommen. Und der angebrochene Arm war, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil das war damals in Belgien, in Zolder. Und ich bin nicht mal gestürzt, ich bin nur bei einem Sprung falsch aufgekommen. Und dabei ist es gebrochen und danach war ich noch eine Woche im Urlaub und habe das gar nicht als so schlimm wahrgenommen. Ich bin die Woche danach ganz normal weiter mit meinem BMX-Rad gefahren. Und als wir wieder zu Hause waren, waren wir dann doch nochmal im Krankenhaus, weil es tat nach einer Woche immer noch ganz schön weh, dafür, dass es eine Woche zurück lag. Und dann haben sie gesagt, dass es gebrochen ist. Den habe ich dann aber nicht erzählt, dass ich da noch eine Woche mit rumgelaufen bin und BMX gefahren bin mit der gebrochenen Hand. Was findest du am BMX so toll? Ich glaube, also schon von klein auf fand ich Fahrradfahren immer toll. Ich war nie das Kind, das irgendwie super gerne Ballsportarten gemacht hat, sondern hat mich schon immer fürs Fahrradfahren begeistert. Und dann kommt das auch einfach dazu, das ist so eine schnelle Sportart, das ist Action, das ist Adrenalin und aber auch Technik. Also es ist nicht nur schnell drauf losfahren, sondern die Sprünge brauchen auch eine gewisse Technik oder das Kurvenfahren braucht eben eine gewisse Technik. Deswegen ist es ja auch schon sehr anspruchsvoll und dass es einfach auch mal eine Sportart war, die nicht jeder macht. Also dass man so ein bisschen herausgestochen hat mit seiner Sportart. Und ich glaube, was mich auch immer daran begeistert hat, war diese Internationalität. Also das ist ja, ich habe mich immer sozusagen in ganz Europa bewegt. Man kennt Leute in ganz Europa. Ich hatte auch schon die Möglichkeit, mit dem BMX nach Amerika zu reisen für die Weltmeisterschaft. Und das ist natürlich was das sehr besonders gemacht hat. Und auch einfach die Menschen, die mich da in der Zeit begleitet haben, die haben die Zeit sehr toll gemacht und ich glaube, das BMX an sich auch sehr schön. Was würdest du gegen die Kinder und Jugendlichen sagen, sodass sie mal ein Probetraining machen? Ja, also wer Spaß am Radfahren hat und wer sich dafür begeistern kann und wer mal mehr machen will, als nur zu Hause irgendwie vor dem Haus auf der Straße rumzufahren oder im Park irgendwie zu fahren, der kann das eigentlich immer ausprobieren, der braucht eigentlich auch nichts mitbringen. Also wir haben bei der BMX-Bahn und Fechter auch eigentlich immer Sachen wie Helm, Handschuhe und Fahrrad dabei. Also sind da vorhanden. Deswegen, wer Spaß am Fahrradfahren hat, mal was anderes machen möchte, als nur geradeaus fahren, der ist da auf jeden Fall richtig. Dein Vater ist Geschäftsführer vom BMX-Club Fechter und ihr habt eine tolle Anlage, wo öfters um Preise gefahren wird, zum Beispiel um den Nordcup. Dieses Jahr am 9. und 10. April findet es wieder statt. Und ich muss kurz unsere Zuhörer sagen, geht dahin mit der ganzen Familie
UM-Sport waren 2015 dabei und ich kann sagen, es ist ein toller Sport, da wird euch etwas geboten. Schreibt in eure Kalender am 19. und 10. April. Und jetzt wieder zu dir, Maxi. Hast du vor oder ist das schon geregelt, dass du nachher die Arbeit deines Vaters übernimmst? Ja, da wurde tatsächlich noch gar nicht irgendwie drüber gesprochen. Da habe ich auch noch gar nicht irgendwie selber dran gedacht. Und zurzeit kann ich mir das nicht vorstellen, einfach mit der ganzen Situation, mit dem Abi, mit dem Studium. Und ich weiß ja auch nicht, wo es mich dann hinschlägt und wie das da dann alles weitergeht. Aber im Prinzip kann ich mir das schon irgendwann vorstellen, aber jetzt gerade nicht. Deswegen mal schauen, wie es weitergeht. Also vorerst muss sein Vater weitermachen. Aber er hat einen Job, was ihm viel Zeit kostet und er wird auch älter. Aber es ist eine tolle Anlage, was ihr da habt. Ja, das stimmt. Das ist schon sehr schön da hinten beim Stoppelmarkt. Gerade so im Sommer abends, das ist da schon echt toll. Mhm. So, an alles kommt ein Ende. Auch an dieser Schnack. Maxi, ich danke dir. Und wünsche dir alles Gute für die Zukunft und vielleicht sehen wir dir irgendwann doch nochmal zurück im Wettkampf auf einem BMX-Rad. Ich sage Tschüss und bleib gesund. Ja, mal sehen. Tschüss.